Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ihr seht im Hintergrund schon, es geht direkt mit einem Speedbuild los. Ich habe nämlich wieder viel gespielt, habe eigentlich alle Designsachen wieder freigeschaltet. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Hütte, die wir beim letzten Mal gebaut haben, nochmal umzubauen, weil einfach diese Standardsachen nicht so schick sind. Ich habe das Dach jetzt erstmal ausgetauscht gegen so ein schöneres Dach mit so ein paar dunklen Ziegeln. Musste dann nochmal die Dachrinne anpassen, weil ich irgendwie das Dach nicht mehr so kurz machen konnte, wie ich es vorher hatte. Aber hat mich jetzt auch nicht weiter gestört. Ich habe einfach die Dachrinne ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Habe dann die Säulen entfernt, die Mauern entfernt, weil ich einfach nochmal das komplette Gebäude von den Wänden her und von der Optik her umbauen wollte. Natürlich nicht von der Form, also da ändert sich nichts. Habe mich dann hier für so dunkle Holzplatten entschieden. Die finde ich eigentlich optisch ziemlich ansprechend. Und dann habe ich ganz normal die Wände erstmal bis oben zum Dach wieder ganz normal durchgezogen. Da hat sich eigentlich nichts dran verändert. Habe dann, als ich fertig war, noch ein paar kleine Details gesetzt, aber erstmal machen wir vorne wieder die Säulen hin, weil die habe ich logischerweise auch ausgetauscht. Habe ich jetzt einfach mich so für ganz schlichte, etwas dünnere Holzsäulen entschieden. Kann man, denke ich mal, nicht viel mit falsch machen. Und ja, dann komme ich nochmal zu ein paar Details. Wir haben nämlich jetzt hier so zwei Seile uns genommen, beziehungsweise erstmal das erste. Gleich kommt noch ein weiteres Seil. Das haben wir einfach hier so hingehängt. Das finde ich eigentlich ziemlich schön, muss ich sagen. War etwas schwierig, die vernünftig zu platzieren, aber ich habe es dann am Ende eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Sah ziemlich cool aus, wie ich finde. Oder sieht ziemlich cool aus. Als nächstes habe ich angefangen, vor das Häuschen so ein bisschen Deko zu machen. Zwei Blumentöpfe, ein paar schicke Blumen rein. Ja, Kandischaden, sieht immer sehr, sehr schön aus. Und dann habe ich noch weitere Details, nämlich so eine Zierleiste unter das Dach gesetzt. Das Ganze werde ich später auch noch einfärben. Welche Farbe das wird, könnt ihr euch sicherlich schon denken. Aber die habe ich jetzt erstmal im richtigen Winkel ausgerichtet, einfach dann kopiert und dann schön platziert. Das Ganze habe ich einmal rund um das ganze Häuschen gemacht. Dann habe ich einmal rund um alle Leisten markiert und zusammengefasst zu einer Gruppe und in grün gefärbt, so wie die Tür und die Fenster im Hintergrund. Dann habe ich den Weg noch in grün gemacht und dann habe ich als nächstes mal ein wenig Ordnung in unserem Gehege geschaffen. Habe die ganzen Spielzeuge und sowas, die da rumfliegen, mal ein bisschen angeordnet, dass das ein bisschen vernünftig aussieht. Den Futtertrog schön vorne nah an die Scheibe, damit die Besucher die Nilwarane auch gut beobachten können. Dann habe ich noch ein paar Felsen in das Gehege untergebracht. Habe die so ein bisschen aufeinander gestapelt, damit es so aussieht, als wenn die Felsen übereinander lappen oder aufeinander liegen. Hinten auch nochmal ein kleiner Felsen rein und dann habe ich mir nochmal ein paar Büsche ausgesucht, die dann bei den Felsen wachsen. Dabei habe ich leider nicht darauf geachtet, welche Pflanzen die Nilwarane mögen, weil ja, diese Pflanzen mochten sie leider nicht. Aber das war egal, die Nilwaran geht es trotzdem super, deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach die Pflanzen da drin zu lassen. Und damit war unser erstes Gehege fertig. So, da habt ihr gesehen, wie ich das Ganze hier nochmal so ein bisschen gestaltet habe, in einem ganz kurzen Speedbuild. Ja, ich muss aber noch ein paar Dinge tatsächlich ändern hier. Nämlich möchte ich hier gerne noch einen, wo haben wir sie denn? Hier sehe ich sie schon. Ich würde da gerne, da ist das, genau. Ja, so ein Infobildschirm würde ich gerne noch hier aufstellen. Ach, das ist nur eine Tafel, aber die wollte ich nicht. Ich will natürlich hier so einen elektrischen Screen. Man kann sich direkt Infos holen über das Tier. Das ist, glaube ich, ganz cool. Da wählen wir natürlich den Nilwaran aus. Wollen wir das Ding noch einfärben? Ne, schwarz finde ich eigentlich am besten. So, und dann haben wir hier so eine kleine Infotafel. Und da steht dann, was für ein Tier das ist, wo der lebt und ja, sowas halt, ne? Ziemlich cool. Die Spendenboxen will ich auch nochmal ein bisschen besser platzieren. Ich glaube, ich will nur eine haben und die mache ich, glaube ich. Aber bevor wir das machen, machen wir noch so einen Infolautsprecher. Hier seht ihr den Radius, welchen der abdeckt. Ich mache den, glaube ich, hier bei der Tafel hin, sodass der da noch drin ist und die Leute da noch mit Informationen versorgt. So, der ist jetzt hier unten. Das denke ich mir auch in Ordnung. Wir können auch noch hier auf die andere Seite einmachen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? So, machen wir auf beide Seiten einfach ein. Dann haben wir auf beiden Seiten einen Infosprecher. Und dann brauchen wir noch eine Spendenbox. Ah, das Problem ist, ich kann den leider nicht hier so richtig platzieren, weil der Zaun zu nahe am Rand ist. Aber ich will das jetzt auch nicht alles wegbewegen. Ich glaube, ich werde die einfach erstmal mittig hier auf den Weg stellen. Dann splittet die Infobox die Leute auch so nach links und rechts so ein bisschen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil dann drängeln die nicht so viel.
Und ja, wir gestalten natürlich noch weiter hier vorne. Also ich habe hier das Haus auch so ein bisschen gestaltet. Hier werde ich auch noch mehr machen an Deko, aber das wird alles nach und nach noch kommen und entstehen. Ich werde aber hier, glaube ich, nochmal eben ein Bäumchen hin platzieren. Was haben wir denn hier eingestellt? Graslandschaft ist eigentlich schon ziemlich gut. Holen wir uns mal einen Baum raus. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Ja, der passt auch zu dem Gehege dahinter. Den platziere ich mal hier hin. Sehr gut. Und dann vielleicht noch so ein paar Büsche. Was haben wir denn hier? Och, die gehen eigentlich. Das sind Brennnesseln, glaube ich, ne? Nehmen wir die mal so ein bisschen um den Baum herum. Ist auch noch ein kleiner, ne? Ja. Ich glaube, ich finde die Bank schon am schönsten. Aber ich glaube, ich mache die dahinter, damit man nicht so viel Platz verliert. Kann man die einfärben? Ah, nee, leider nicht. Jetzt hätte ich die, glaube ich, grün gemacht. Was wäre denn, wenn wir... Ich glaube, die andere kann man nämlich einfärben. Gehen wir nochmal in den Bau. Warte, das ist wieder weg. Bank. Hä? Ach, Einrichtung. Entschuldigung. Natürlich. Was ist denn, wenn wir hier so eine nehmen? Ich glaube, die kann man nämlich einfärben. Machen wir die mal in... Ich glaube, so wäre das Grün, was wir auch hinten beim Haus haben. Das würde auch gehen. Ah, ich fand die andere Bank schöner. So, machen wir die mal wieder hin. Hier können wir auch noch eine Bank hinmachen, eine zweite. Haben die Leute hier schon mal was zu sitzen? Wir brauchen auch noch Mülleimer und Laternen und so später, ne? Also... da brauchen wir noch viel. Achso, was wir auch noch ändern können. Bevor ich es vergesse. Die Infobox können wir, glaube ich, auch anpassen von der Farbe. Dann passt sie zum Gehege, weil das Gehege ja grün gehalten ist. Hier eine grüne Infobox. Ja, Mülleimer mache ich, glaube ich, einfach hier daneben. Den finde ich ganz gut. Was ist denn, wenn ich den beiden Seiten... Ich weiß nicht. Also hier finde ich den irgendwie nicht so gut. Ich glaube, hier lassen wir ihn weg. Dann lassen wir den nur da stehen. Ich weiß ja noch nicht, was hier hinterkommt. Hier werde ich auch noch nicht bauen, weil ich noch keinen Plan dafür habe, was ich da gerne bauen möchte. Genau wie auf dieser Seite hier. Das hier wird ja auch noch alles irgendwie wegkommen und ein bisschen besser versteckt werden. Hier werde ich auch noch irgendwas vorbauen wahrscheinlich. Aber mal gucken. Das erste Gehege ist jetzt soweit schon mal fertig. Ich hoffe, den Nilwaranen geht's gut. Hier sind zwei Pflanzen drin, die Nilwarane nicht so gerne mögen. Aber das macht rein gar nichts. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht die Kamera. Na, was machst du, du Kleiner? Oh, schaut mal. Der Süße. Da kratzt er sich. Sehen schon cool aus, ne? Müssen sich aber wohlfühlen. Also, ja, ihr seht ja, alles grün. Sollte passen. Wir bauen weiter. Wir könnten hier vorne sowas wie einen kleinen Platz eigentlich bauen. Für die Besucher, wo die dann essen können und sowas. Ich denke mal, ich werde den Platz dann einfach hier noch ein Stückchen... weitergehen lassen und dann könnte man überlegen, ob wir den einfach so rund machen. Hier könnte man dann sowas wie einen Springbrunnen oder sowas in die Mitte machen, aber ich will jetzt erstmal, glaube ich, den ein oder anderen Laden hierhin platzieren. Dafür gehen wir mal hier rüber und machen uns mal eine neue Baugruppe auf. Suchen uns mal eben kurz gute Läden raus, die wir benutzen können. Ja, was könnten wir denn nehmen? Pizza Pan, Smoothies, Monsieur Fries. Das klingt doch lecker, oder? Schöne Pommes. Nehmen wir doch Pommes. So, und dann noch irgendein Getränk. Dann nehmen wir einfach mal Gulpi Soda. Ganz klassisch. Soda und Pommes kann man nicht viel mit falsch machen. Wir machen mal auf Pause, damit wir hier, damit die Zeit nicht vergeht. So, wir sind jetzt in der Gruppe 72. So, mittlerweile habe ich das so ein bisschen gecheckt, wie man das macht mit dem Arbeiten in den Gruppen und so. Ist ziemlich hilfreich. Also lohnt sich auf jeden Fall mal Tutorials anzugucken zu. Habe ich nämlich auch gemacht. Das hilft ungemein beim Bauen. So, jetzt umzäunen wir das erstmal wieder mit dem gleichen Holz, was wir ja schon verwendet hatten. Warte mal, eigentlich könnten wir hier... Ne, passt. So machen wir mal einmal um die herum. Dann machen wir hier rum. Ich habe natürlich mir schon wieder so einen ungefähren Plan gemacht, was ich machen möchte, damit es schneller geht. Ja, für die Aufnahme ist das, glaube ich, immer angenehm. Und hier in der Mitte soll sowas wie ein Blumenbeet rein. Ja, das Dach machen wir später. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Blumenbeet. Also das sind jetzt sozusagen die zwei Läden. Kriegen noch ein schönes Dach und ein Blumenbeet.
Und viel mehr ist das auch gar nicht. Aber ich denke mal, das sieht ganz cool dann aus. Ich werde auch versuchen, das noch so ein bisschen grünlich zu gestalten, so wie bei unserem Gehegehaus und sowas. Ja, Erde. Wo kriegen wir Erde her? Ich glaube bei Natur, ne? Oh, hier sind wir sogar schon richtig in dem Reiter, glaube ich. Oh ja, hier. Erde. Ja, das sieht doch super aus. Müssen wir natürlich jetzt hier gut platzieren, dass die nicht durchschaut irgendwo. Aber so passt das eigentlich schon. So. Und jetzt sieht das Ganze aus wie so ein großer oder ein großes Blumenbeet. Da können wir jetzt auch schon direkt passende Blumen reinmachen. Können wir uns eigentlich austoben, wie wir wollen. Ich mache mal die Blumen hier nach hinten, weil die relativ groß sind. Ich werde jetzt auch einfach verschiedene Blumen nehmen. So, so ist perfekt. Ist jetzt auch alles in der Gruppe hinzugefügt. Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch... Oh ne, jetzt habe ich es falsch gemacht. Alles markieren und mit M kann ich es dann bewegen. Ziemlich praktisch, deswegen baue ich jetzt erstmal hier außerhalb meines Parks. Das ist halt so ein bisschen der Sinn dahinter. Ist aber sehr, sehr angenehm. Also ich habe jetzt hier einfach so ein Blumenbeet in der Mitte. Sieht, glaube ich, ganz nice aus. Hier hätte man natürlich auch irgendwas mit Wasser machen können. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool gewesen. Aber ist in Ordnung. Als nächstes kommt ein Dach. Ein Dach finden wir hier. Ich denke mal, da werde ich auch das gleiche Dach nehmen vom Stil her, was ich schon verwendet habe beim anderen Haus. Die zeigen mir jetzt hier nicht alle an. Habe ich hier irgendeinen Filter drin? Ach, ich habe hier auch Holz. Warum auch immer. Ist ja gar kein Holzdach. So. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich hier die Dächer verbinde. Und dann brauche ich noch so einen... Was ist das Richtige schon? Oh ja, das sieht gut aus. Genau, das ist sozusagen das Verbindungsstück dann. Und dann soll hier eigentlich noch so ein kleines Vordach hin. Das würde ich mir cool vorstellen. Shit, so geht gar nicht, ne? So wäre natürlich ideal. Gibt es das Dach auch in Kürze, aber dann guckt das da hinten raus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So ist natürlich ziemlich weit vorstehend. So würde ich es cool finden. Aber sonst mache ich die etwas weitere, vorstehendere Variante. Ist auch nicht schlimm. Gibt es aber auch nicht in kleiner, das Stück, ne? Na, leider nicht. Ne, dann machen wir das hier. Ist dann halt so. Finde ich auch in Ordnung. Hauptsache, man hat so einen kleinen Sonnenschutz. Wir müssen aber hier dann noch später Stützen oder Säulen oder sowas hinmachen. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir nochmal kurz in die Mauern. Da brauchen wir nämlich jetzt nochmal das Stück hier. Sehr gut. Und es nimmt ja schon echt Form an. Als nächstes würde ich fast sagen, dass wir irgendwie uns Stützen oder sowas raussuchen. Ich gebe mal Stütze ein. Stützen. Dann gehen wir mal hier auf alles. Stütz. Ah, da. Stützpfosten. Was sind das für Dinger? Ach, das sind so Bauregaldinger, ne? Könnte man aber rein theoretisch nehmen. Ich mache mal kurz hier an Oberfläche ausrichten. Das Ganze würde auch, glaube ich, gehen mit der F-Taste, wenn ich das machen würde. Aber ja. Ich weiß leider auch noch nicht alle Hotkeys. Ist aber sehr praktisch, wenn man die weiß. Machen wir mal so. Und jetzt könnte ich das Ganze einfach drehen. Und dann wäre das so eine kleine Metallstütze. Ich muss natürlich das Teil noch im Boden versenken. Was sieht jetzt so aus? Ein Stückchen nach links. So. Sieht eigentlich so ein bisschen so aus, als wenn das hier wirklich irgendwas abstützt. Man könnte das Ganze noch ein bisschen nach unten bewegen. Dann muss ich aber auch noch weiter so gehen. Damit man die nicht sieht. Okay, ja, erfüllt aber eigentlich seinen Zweck. Finde ich ganz gut. Ja, das Ganze kopieren wir jetzt mit Steuerung X und ziehen es dann einfach im gleichen Winkel rüber. Wenn man etwas mit Steuerung X kopiert, dann wird es genau an der gleichen Stelle in der gleichen Ausrichtung kopiert. Wenn ich nur mit STRG D, das ist ganz normal, kopieren mache, kann ich euch mal zeigen, dann bekomme ich das so in die Hand. Aber ich möchte es natürlich im gleichen Winkel und so haben, damit es gleichmäßig ist. Ich kann jetzt sogar beide markieren mit Shift gedrückt halten und dann draufklicken und wieder STRG X. Dann habe ich sozusagen beide und kann die einfach hier rüberziehen aufs andere, den anderen Laden. Kann man das relativ simpel machen. So. Das sieht doch super aus, Leute. Das klappt doch hier. Wie am Schnürchen.
War das Vordach? Es geht aber eigentlich, ne? Ist eigentlich ganz in Ordnung. So, jetzt wäre es noch cool, wenn wir Schilder haben. Damit habe ich auch noch gar nicht gearbeitet. Ihr habt sicherlich schon gesehen, dass ich mittlerweile wieder alles freigeschaltet habe. Was haben wir hier? Fritz. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich Mist gebaut? Entschuldigung. War irgendwie, glaube ich, nicht im Fenster. Fritz. Ach du Scheiße. Ist ja riesig. Das Gute ist, ich bin jetzt nicht mehr in der Gruppe drin, aber sobald ich da drauf ziele, will er wieder hinzufügen. Ah, das ist so ein Straßenstellschild. Das ist auch cool. Das heißt, das können wir auch noch verwenden. Gut, das würde gehen. Das ist aber auch sehr groß. Und zum Pommes-Sign. Ich glaube, das finde ich cool. Das mache ich eher. So, jetzt ist, wenn ich wieder in der Gruppe mit einmal Linksklick, mit zweimal Linksklick, kann ich es einfach an die Wand befestigen. Das Ganze geht, weil ich hier an Oberfläche ausrichten anhabe. Wenn ich das nicht hätte, würde es nicht gehen. Wobei es hier auch Punkte gibt, wo das... Obwohl, irgendwie geht das bei Schildern trotzdem. Ja, was auch immer. Ist auch egal. So, beim anderen haben wir Soda. Gulpi. Oh, der ist auch sehr groß. Der ist schon besser. Was ist mit dem? Ich glaube, ich nehme den hier. Suchen einigermaßen mittig. Und das sieht ja schon ziemlich cool jetzt aus. Vielleicht können wir noch irgendwie so grüne Säulen als Elemente damit reinbringen, dass das auch so ein bisschen diesen Stil hat, den wir schon haben. So, jetzt muss ich aber hier die Ausrichtung auf jeden Fall ausmachen und ja, machen wir mal so. Dann mache ich es mal hier an den Rand und dann gucken wir mal, dass ich das nochmal vernünftig jetzt bewege. Bin gespannt, wie es aussieht, ob das überhaupt schön ist mit den Säulen. Mit den Säulen mache ich eigentlich nur, weil ich dann so ein bisschen mehr diese Optik kriege, die ich beim Haus habe, die ich gerne hätte. Okay, so haben wir die erste Säule. Die kopiere ich jetzt. Schieb sie rüber. Auf diese Seite. Sehr gut. Jetzt kann ich eigentlich wieder beide kopieren. Und rüberschieben. Sollte dann passen. Okay. Vielleicht könnten wir jetzt noch nochmal eine kopieren. Den wir so machen. Und so. Ja, die müsste man jetzt eigentlich auch noch drehen können. Wenn ich Leertaste drücke. Also dreht die sich so, wenn ich Leertaste drücke. Genau. Dann dreht die sich in Winkeln. Das ist ziemlich angenehm. Das heißt, die ist jetzt wirklich im rechten Winkel dazu. Und dann könnten wir nochmal hier oben überlegen, eine Säule vorzumachen. Sieht eigentlich schon ziemlich ordentlich aus, ne? So. Das wäre dann unser Laden, den wir haben. Sieht doch eigentlich ganz schick aus. Also ich finde, der ist gut geworden. Dann markieren wir den mal. Mit M können wir den bewegen. Jetzt können wir direkt hier hin. Meine Kamera ist gerade irgendwie wieder sehr langsam. Ich habe wieder irgendeine falsche Taste gedrückt. Aber das werde ich gleich hier heben. Oh, jetzt muss ich nochmal Leertaste drücken, dann rastet das hier nicht mehr ein. Und jetzt können wir den hier in die Ecke machen. Platziere den, glaube ich, so. Können den natürlich im Nachhinein auch noch ein bisschen bearbeiten, aber es sieht doch schon ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich sagen. Passt auch gut zum Gehege da im Hintergrund. Und dann haben wir hier gleich so einen Platz, wo wir noch was machen können. Also hier kann man schon mal Essen, Trinken kaufen. Vielleicht können wir noch mal eben hier bei Schilder reingehen. Schilder, Soda. Ich weiß nicht, ob man die mitten im Weg aufstellt. Achte irgendwie auch nie auf solche Schilder. Ehrlich zu sein. Man könnte ja eigentlich... Kann man die nicht sogar kombinieren? Das frage ich mich jetzt gerade. Das wäre richtig cool. Wenn man die Schilder so ineinander packt, dass es... Ah ne, das mache ich lieber nicht. Das wird nur schief gehen. Machen wir mal so ein bisschen schräg so. Dann haben wir hier die Schilder. Das ist doch ganz in Ordnung. Als nächstes habe ich mich dazu entschieden, ein Toilettenhäuschen zu bauen. Das Ganze mit zwei Toilettenblocks, damit auch alle Besucher mal auf Klo können und nicht zu lange anstehen müssen. Und auch hier verwende ich das gleiche Holz, was ich ja sowieso schon immer verwendet habe, weil ich den Eingangsbereich einfach alles im gleichen Stil so ein bisschen halten will. Das Haus soll auch gar nicht groß werden, das soll einfach nur 4x4 sein. Auch hier mache ich ein Schrägdach wie beim Gehege, aber ich werde das Dach ein bisschen anders gestalten.
Wie ihr seht, verwende ich die gleichen Dachziegeln wie bei den anderen beiden Häuschen auch. Aber diesmal werde ich das Dach so ein bisschen versetzt machen. Das heißt, auf der rechten Seite steht es vorne über, auf der linken hinten. Und am Ende runde ich das Ganze ab, damit das nicht so ganz so gerade und trist aussieht. Als nächstes kommen wieder einmal Zierleisten komplett rundum am Dach entlang. Dann vorne über die Tür noch ein kleines Toilettenschildchen, damit man auch sieht, dass es eine Toilette ist. Und um die Tür kommt nochmal so ein mit einer Leiste ein kleiner Rahmen. Auf die Rückseite kommen dann nochmal so ein paar Lüftungsanlagen und noch ein paar andere Elektronikteile, damit das Ganze so ein bisschen aussieht wie so eine Toilette, die halt ja, Belüftung hat. Dann mache ich nochmal oben zwei Fenster auf die eine Seite. Und damit ist das Toilettenhaus soweit schon fertig. Das würde ich gerne hier in diese Ecke oder sowas setzen, denke ich mal. Weil Toiletten brauchen wir auf jeden Fall noch am Eingang, dachte ich mir. Und ich glaube, das passt hier ganz gut hin. Kommt man hier so in den Zoo rein. Das ist doch ganz schön. Müssen wir nur gucken, dass wir hier noch eine gute Wegverbindung hinkriegen. Aber das will ich schon mal hier nicht. Ich hätte gern eckige. Also so rund kommen wir ja schon mal raus. Das ist ja schon mal gut. Aber ich hätte... Ich mache schon mal die Verbindung so. Hier in der Ecke ist jetzt halt noch doof. Da würde ich ganz gerne noch mal... Das Problem jetzt gelöst. Wir haben jetzt nur hier so ein ganz kleines Stück, was man sieht. Aber das ist halb so wild. Also jetzt haben wir unser Toilettenhaus hier. Da werde ich auch keine Tür oder sowas reinmachen, denke ich. Also das ist schon ganz okay. Vielleicht können wir hier nachher noch so ein bisschen Wanddeko oder sowas machen. Aber eigentlich brauchen wir da gar nicht mehr viel machen. Hier vor will ich vielleicht noch irgendwas machen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Waschbecken und sowas gibt. Waschbecken? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee, schade. Sowas gibt es nicht. Hoffentlich kommt sowas noch. Weil ein bisschen... Inneneinrichtung für so eine WC wäre natürlich auch nicht schlecht. So Waschbecken, Handtücher und was es da nicht alles gibt. So, wir gehen mal eben in die Gruppe rein. Jetzt nochmal hier Bauplan. Jetzt wollen wir mal so eine Tür reinmachen. Ja, komm. Okay, das passt hier nicht so ganz. Da müssten wir irgendwie mit so einem Bogen. Ne, der Bogen ist auch doof. Wir bräuchten so eine große Tür, die müsste hier sein. Ja, komm. Macht quasi kaum einen Unterschied, aber ja, lassen wir so. Ich meine, das da drin sieht man ja eh nicht so. Vielleicht können wir das ja nochmal im Nachhinein ändern. Aber ich finde, das ist schon mal ziemlich cool geworden. Vielleicht können wir jetzt hier auf dieser Seite noch eine Hecke oder sowas ziehen. Und dann nimmt unser Eingangsbereich schon echt Form an. Das ist jetzt erstmal unser Eingangsbereich, unser erstes Gehege hier von unserem Zoo. Ich denke, das sollte für diese Folge reichen. Ich bin schon sehr zufrieden damit. Hier werden wir auch noch viele Bäume und sowas machen, damit das Ganze noch cooler aussieht. Aber ich finde, es ist jetzt schon sehr, sehr gut gelungen. Dieser Weg hier vorne, der wird wahrscheinlich auch noch komplett verschwinden. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge mal so einen kleinen Industriebereich bauen oder sowas. Oder vielleicht das nächste Gehege, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber Leute, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.